800 ausschließlich ehrenamtlich tätige Fachleute der DLRG, der Freiwilligen Feuerwehr, des Technischen Hilfswerk, des Arbeiter-Samariter-Bundes, des Reservistenverbandes der Bundeswehr sowie des Bayerischen Roten Kreuzes beteiligten sich am Samstag an der Katastrophenschutzübung Bavaria 2012 im mittelfränkischen Rot. Es war die erste und zugleich auch größte bayernweite Übung, bei der alle 14 Wasserrettungszüge des Landesverbandes Bayern, der DLRG, zusammenkamen. Verschiedenste Szenarios stellten die Einsatzkräfte wirklichkeitsnah vor komplexe Aufgaben. Also wir haben hier an der Lände insgesamt 8 Szenarien, die wir mit den einzelnen Wasserrettungszügen durchspielen wollen. Das ist zum einen die Rettung aus Höhen von Personen, die im Rollstuhl sitzen. Das machen wir hinten an der Kaimauer, die sitzen auf 2 Meter Höhe, wo sie also übers Wasser mit den Booten dann retten. Dann haben wir gegenüberliegend eine Station, hier liegt der Eisenträger unter Wasser, der vor der Flutwelle im Endeffekt gesehen worden ist, mit der Flutwelle überschwemmt worden ist und eben von den Tauchern rausgeholt werden soll, damit keine Beschädigungen am Deich entstehen. Wir haben hier die Erkundung einer Einsatzstelle für die Amphibie M3, die die Bundeswehr heute gegen 17 Uhr hier zur Verfügung stellen würde, wenn es reell Hochwasser wäre. Wir haben gegenüberliegend eine Aufnahme von der Feuerwehr von Löschpumpen DS88, dass die mit die Boote aufgenommen werden und eben ein wasserseitiger Löschangriff simuliert wird, einfach mal um das Gefühl zu kriegen, wie verhält sich so ein Boot, wenn eine Pumpe da drauf zum Einsatz kommt. Des Weiteren haben wir für die Taucher hier eine Dekonstation, eine Dekontaminierung von Einsatztauchern, die also hier in kontaminierten Gewässern im Einsatz waren und hier durch die Bundeswehr eben dann wieder gereinigt werden, damit sie wieder am normalen Leben teilnehmen können. Dann unterstützt uns das DHW mit einem mobilen Begelmessstand. Hier wird also gezeigt, die können an jeder Stelle, an jedem Fluss wird es eingebracht in den Fluss und dann können wir aufgrund von Karten sehen, wie sich der Begelstand dementsprechend erhöht oder verkleinert. Dann haben wir noch eine Station mit Massenevakuierung. Da sind wir gerade noch auf Opfersuche. Ja, genau, das waren eigentlich die Szenarien, die wir hier so abspielen. Mit der Übung sollte vor allem eins erreicht werden. Das Zusammenspiel. Wir sind jetzt 14 Wasserrettungszügen aus 7 Regierungsbezirken. Jeder hat eine andere Philosophie, jeder arbeitet anders. Und diese Arbeit zusammenzubringen und zusammen zu lernen, deswegen haben wir diese Großübung durchgezogen. Auf Standardeinsätze aus dem Alltag wurde bewusst verzichtet. Also das sind eigentlich alle Szenarien, die wir in Hochwassereinsätzen erlebt haben, sei es an der Oder, an der Elbe, wo wir schon überall mit waren oder in Holland drüben. Da sind eigentlich das solche Szenarien, die wir extra so gewählt haben. Also keine Szenarien gewählt, die was die einzelnen Gliederungen im täglichen Geschäft haben. Also so normale SEG-Einsätze, dass jemand von der Brücke gesprungen ist und wir holen den raus. Da haben wir absichtlich gesagt, das wollen wir hier nicht, weil das können unsere Leute. Wir wollen ihnen die Möglichkeiten bieten, einfach mal was zu üben, was sie so allein nicht irgendwo üben können. Auch Innenminister Joachim Herrmann machte sich vor Ort selbst ein Bild von der Lage. Schließlich unterliegt auch die DLRG, genau wie alle anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren. Nun, wir sind ja im Innenministerium die Katastrophenschutzbehörde auf Landesebene und wir sind gleichzeitig natürlich das ganze Jahr über in engen Kontakt mit unseren Rettungsdienstorganisationen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert, um für eine gute technische Ausstattung, also ein Großteil der Boote, die hier heute zum Beispiel im Einsatz sind, ein Großteil der Fahrzeuge, sind vom Freistaat Bayern aus dem Katastrophenschutzfonds finanziert worden. Im wahrsten Sinn des Wortes unbezahlbar ist aber das Engagement gerade der vielen Hunderten von ehrenamtlichen Helfern, die wir in der DLRG wie auch in den anderen Rettungsorganisationen haben. Mit über 1 Million Mitgliedern und Förderer ist die DLRG weltweit die größte Organisation für die Wasserrettung. Finanzielle Unterstützung erhält die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft durch das Innenministerium. Die DLRG finanziert sich aus Spenden. Die Großanschaffungen werden durch das Bayerische Staatsministerium des Inneren getragen. Die DLRG ist in Gliederungen aufgebaut, die wo der kleinste Gliederung der Ortsverband ist. Dann geht es weiter zu den Kreisverbänden, Bezirksverbände und dann der Landesverband. Alles in allem war die DLRG-Übungsleitung sehr zufrieden mit dem Ablauf der Bavaria 2012.
Eine Übung in diesem Ausmaß soll nicht jedes Jahr, aber in einem Rhythmus von 5 Jahren wiederholt werden.